Ja. Eisenmangel. Ich. Also, kurze Mittagspause auf der Terrasse. Aus gegebenem Anlass will ich heute mal so ein Reizthema ansprechen. Beruf Koch. Also, ich liebe meinen Beruf, weiß jeder, der mich kennt. Klar ist das eine Leidenschaft und wie der Name schon sagt, eine Leidenschaft schafft Leiden. Was ich aber überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn Kochbuchautoren zu Köchen erhoben werden. Das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, ist es aber überhaupt nicht. Koch, das ist ein Handwerksberuf, den man lernen muss und für den man auch eine Prüfung ablegen muss. Gut, das gibt es in der veganen Welt leider trotz allem Einsatz und trotz den andauernden Diskussionen, sage ich mal, mit den Institutionen wie IHK und so weiter, leider nicht. Aber das kann man natürlich ändern und es wird sich auch in Zukunft ändern, ne? Ausschließen will ich auch jetzt alle, die vegan kochen und wie halt eben ein Koch in einem Restaurant, in einer Tätigkeit, die der eines Kochs entspricht. Und ich nehme auch alle Autodidakten rein, die jeden Tag in der Küche stehen und sich den Hintern aufreißen. Aber halt eben nicht generell alle Kochbuchautoren. Habe ich ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich mag es einfach nicht, wenn die Leute sich dahinstellen, sich Koch nennen und haben noch nie einen 50er Service geschickt oder haben überhaupt keine Ahnung, was Standardbegriffe wie Mise en Place oder was weiß ich was, die Standardbegriffe aus der Küche überhaupt nicht kennen, ne? Die auch nicht wissen, wo der Erdhobel liegt oder was ein Kümmelspalter ist oder was Köche daran so lustig finden an Kümmelspaltern. Also ganz im Ernst, wer noch nie einen Service geschickt hat in der Küche, ein Service, das ist nicht Kochen für fünf, sechs Freunde mal ab und an, ne? Sondern das ist jeden Abend, ne? Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ach, muss ich ein bisschen abkühlen. Also, wie gesagt, ich meine es vollkommen neidlos und mir ist es auch echt egal, wie viele Bücher verkauft werden oder wie gut die Bücher sind. Egal wie viele, derjenige ist nicht automatisch ein Koch oder eine Köchin. Ist einfach so, ne? Ja, schon gar kein Star-Koch, möchte ich mal sagen. Ne? Star-Koch, wie das gestern überall gelesen. Star-Koch, Star-Koch, Star-Koch. Da hört es bei mir ganz auf. Ne? Also Star-Köche, das sind Köche wie Dieter Müller, wie Eckhard Witzigmann, wie Harald Wohlfahrt. Jetzt auch Köche, die neue Wege gehen, vegan, vegetarisch, auf einem Level kochen, der unfassbar gut ist, wie zum Beispiel Alain Passard, kein Veganer, der kocht aber vegan, vegetarisch und das auf einem Drei-Sterne-Niveau. Ne? Das sind Köche. Ne? Das sind alles Menschen, die ihren Beruf leben und gelernt haben, den Stress, die Aufopferung und die Liebe beinahe tagtäglich auf die Teller ihrer Gäste zu bringen. Und
Das sind eben Köche, die wissen, dass neben dem Talent, neben der Erfahrung, der Psychologie, auch Führungsqualitäten, Kalkulationssicherheit und solche Sachen unfassbar wichtig sind für den Job. Ne? Weil es ist ein Job. Ne? Das ist nicht irgendwas, was man automatisch wird, wenn man daheim gut kocht. Ne? Es gibt unheimlich viele Leute, die daheim gut kochen. Da habe ich größten Respekt vor, finde ich toll. Aber es sind keine Köche. Ist einfach so. Ne? Also, ich möchte einfach nicht, dass der Beruf Koch sich da zu sehr aufweicht. Weiß nicht, ob ihr das versteht, aber dafür mal das Video, ja, damit, um das euch ein bisschen nahe zu bringen. Ne? Also gerade jetzt in so Zeiten, wo es so schwer ist, auch Leute zu finden, die den Beruf machen wollen, wegen der Wochenendarbeit, wegen ganz vielen Faktoren. In anderen Berufen wird es auch immer mehr werden, dass am Wochenende gearbeitet werden muss. Ne? Aber es muss halt eben, Koch muss im Beruf bleiben. Ne? Also, ja, weiß nicht. Also, Fakt ist einfach, jetzt eine Stunde an einem Teller rumzufriemeln und da läuft eine Lichttechnikerin rum, einer hält das Sonnensegel und was weiß ich was und zwei Starfotografen, einer wedelt noch den Nebel rein oder wie auch immer. Und dann nach einer Stunde hast du 200 tolle Fotos von einem Teller. Das ist nicht Kochen. Wirklich nicht. Ne? Es ist einfach, Kochen ist ein echt harter Beruf. Ein richtig harter Beruf. Ne? Also es ist körperlich, geistig sehr, sehr anfordernder Beruf. Da bist du manchmal abends total im Eimer. Bist du in anderen Berufen auch, aber halt eben... Wenn du den Beruf machst, dann bist du ein Koch. Wenn du es nicht machst und du schreibst Bücher, dann bist du ein Buchautor. So einfach ist das. Es regt mich da echt furchtbar auf. Dass, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann. Vielleicht Beispiel, also, weiß nicht. Also zum Beispiel, ich gehe nicht rum und fliege mit dem Handy eine Drohne und erzähle dann, ich bin Pilot. Zum Beispiel. Oder ich baue auch keinen IKEA-Schrank zusammen und sage dann, ich bin Schreiner. Ja? Oder ich baue ein Lego-Haus und deswegen bin ich jetzt Maurer. Das passt einfach nicht zusammen. Ne? Das ist so. Muss ich einfach mal rauslassen, sorry. Ich habe das ja in früheren Zeiten, gerade auf meiner Facebook-Seite, auch schon mit sehr erfolgreichen Kochbuchautoren und auch Autorinnen diskutiert. Und es gibt da wirklich welche, und da habe ich echt höchsten Respekt vor, die sich auch davor vor diesem Begriff distanzieren, einfach weil sie Respekt davor haben, ne? Dass ein Koch ist, und vor denen habe ich dann auch einen riesen Respekt, ne? Weil ein guter Buchautor ist ein Buchautor, habe ich Respekt vor, ne? Ein guter Koch ist ein Koch, habe ich auch Respekt vor. Es gibt auch welche, die beides sind. Klar, wenn Eckhard Witzig mal ein Buch schreibt oder Harald Wohlfahrt, dann ist er halt eben beides. Ne? Und im Zweifelsfall ist es ein ziemlich gutes Kochbuch, wenn auch nicht vegan, klar. Aber ohne wäre ich auch nicht der ich jetzt heute bin. Ne? Gut, das wollte ich einfach mal loswerden. Und jetzt habe ich noch eine tolle Idee. Wir haben jetzt Samstag und... wie gesagt, eine große Sendung steht ja da an. Ich gucke eh keinen Fernsehen, deswegen weiß ich das nicht, wie es ausgehen wird. Ich weiß nur, wenn der vegane Kontrahent der erfolgreichste Buchautor, was Kochbücher angeht, das Ding verliert, da können wir uns dann wochenlang anhören, was die Veganer für Schwachmaten sind. Deswegen drücke ich ihm die Daumen. Egal, was man von ihm halten möchte, ihr wisst Bescheid. Und ich habe eine tolle Idee. Ich hole euch jetzt mal mit in meine Küche und zeige euch mal, wie so ein Samstagabendservice aussieht. Für einen Koch. Okay? Also, dann kommt mal mit. Ja, herzlich willkommen in meiner Küche. Hier sieht man mich also so um circa 18 Uhr. Servicebeginn, es werden noch ein paar Sachen koordiniert, man schaut, ob die Platten alle an sind, bereitet noch die letzten Mise en Place Sachen vor, die man morgens vielleicht nicht geschafft hat.
Wenn dann alles am Platz ist, dann ja, kommen auch schon die ersten Bons. In dem Fall jetzt hier Vorspeisen, eine Pilzplatte und Spargel. Dann wird dann alles drauf koordiniert, dass man das dann zusammen rausbekommt. Da braucht man natürlich auch Erfahrung für. Die Technik allein hilft da wenig. Die Kunst ist halt, wie gesagt, die ganzen Komponenten auch zusammenzubringen. In dem Fall halt eben allein für die Pilzplatte drei Sorten Pilze in drei Zubereitungsarten, vakuumpuschiert, frittiert in einem Teig und angebraten. Dazu ein Brägel, sind also geriebene, gekochte Kartoffeln, die angebraten werden, kommt dann in den Ofen. Dann brauche ich noch Jus für die Pilzplatte, ich brauche eine Kräuterdekoration und ich brauche natürlich mein Reisteigkörbchen, um die vakuumpuschierten Pilze danach reinzulegen. Ne, aber wichtig ist halt, die Reihenfolge einzuhalten. Da sieht man schon die nächsten Bons kommen. Ne? Da wird es dann schon kompliziert. Jetzt sind wir also schon bei drei Tischen. Und nebenbei bereite ich tatsächlich noch Mise en place für den nächsten Tag vor. Das ist nämlich die Jus, die muss immer kochen. Ja, an der Stelle breche ich es jetzt mal ab, sonst wird es einfach zu lang. Und wir sehen uns in Teil 9. Also, kommentiert gerne unter dem Video, was ihr von meinen Aussagen so haltet. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.